Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe schon den Gegner gesehen da oben. Hier ist offensichtlich ein Tageklaugebiet, aber eigentlich müssen wir nach da unten, nicht dort hoch. Aber was macht der Typ da oben? Das interessiert mich jetzt ein bisschen. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Die Waffe ist ziemlich stark. Den hat's auch erledigt. Gunfan, Gunfu. Hey, hey! Naja, war ein guter Versuch von dir. Das war's. Nächsten hier wieder schöne Drogen. Laute Musik war's das. Oh ne, da hat wieder irgendwas dabei, was ich nicht nehmen kann. Schade. Ist dann wahrscheinlich einfach irgendwie ein Versteck hier oben, das gar nichts damit zu tun hat. Wait. Peggy 10, sehr gut. Oh nice, eine versteckte Kiste. War mir nichts Spannendes drin, aber ist ja egal. Dann ist ein Bug, der wirklich immer noch ziemlich nervig ist in Cyberpunk. Wenn NPCs Sachen haben oder auf dem Boden Sachen liegen, die man nicht aufnehmen kann. Das ist wirklich sowas, das wirklich mich zum Verzweifeln bringt. Weil ich eigentlich schon ziemlich gerne alles mitnehmen möchte, was man so bekommen kann hier. Wenn ich schon so ein Versteck hier ausbeute. Nachrichten. Und war für WhatsApp. Kazu, wir tun was wir können, aber im Moment arbeiten. Kann ich die Scheißdinge nicht ausschalten, das ist mega laut. Also wir tun, was wir können, aber im Moment arbeitet nur einer von uns dran. Das Labor schafft 45.000 bis 50.000 pro Monat. Mehr nicht. Wenn du mich fragst, sollten wir also Westbrook vergessen. Wir haben dort sowieso ihr eigenes Zeug und uns auf die Slums konzentrieren. In Watten dürfen wir ca. 30.000 verticken. In Santo Domingo 15.000. Ich würde versuchen, 5.000 Haywood loszuwerden. Den Versuch ist wert, aber das ist deine Entscheidung. Wir haben gewonnen. Okay. Ich muss gleich hier weg, das ist mega laut. Archivgespräch Michiko Ogata und Kazu Inukai. Ich warte. Kiste mit der Ware ist unterwegs zu dir. Und 50 Portionen Glitter. Mach nächste Woche 200 draus. Scheiße, ich nehme auch 300, wenn du so viel kriegst. Glitter meine ich. Zwei Sachen noch. Ja?
mit den Cops alles abgesprochen und der Samurai will, dass du mehr Kids für die Arbeit anhörst. Schon passiert, läuft alles. Keine Sorge wegen den Cops. Wir zahlen, sie sorgen dafür, dass wir unsichtbar bleiben. Unsichtbar bleiben sollen. Wieder mal mein Deutsch, das verstanden. Okay, da runter zu springen wäre doof. Hier runter zu springen wäre auch doof. Okay, die kann ich leider nichts geben, schade. Na? What do you recommend? Nothing. I sell grub, not advice. Don't know what you like to eat? I can't help you. Sorry, but not sorry. Not my problem. So, Bauchräder? Feeling kind of peckish. Think we can help you with that. Zeig mal her. Sorry. Hat er möglicherweise auch Katzenfutter? Brauchen wir schließlich immer noch Katzenfutter für diese Katze, die wir da kommen können? Aber wo kriegt man Katzenfutter her? Okay, nichts Spannendes. Junk verkaufen. Egal. $15. Bye, danke, tschüss. Auch ein schöner Gegend hier. Junkies, Slums. Naja. Kann halt nicht jeder in so einer Bude leben wie wir. Money Clown von irgendjemandem. Na. Sind sowieso hier runter. Dooferweise habe ich den Ping natürlich nicht mehr. Ausgeartet. Ach komm, wieder so eine. Das haben wir leider die Bullen hinter uns. Komm her, ich schlage dich mit meinem Dildo tot. Oh mein Gott. Nee, lass mal. Vielleicht kann ich mich hier verstecken.
Sieht gut aus, vielleicht. Ja, gut. Dann lass mal sehen, was gibt's hier als Schönes. Questgegenstand, Geburtstagsgeschenk für Shiro. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du Vollspinner. Wir wünschen dir alles Gute und haben ein kleines Geschenk für dich. Du bekommst von uns Glitter. Nimm das ganze Zeug. Nicht auf einmal. Und ein paar andere spaßige Kleinigkeiten. Wir hoffen, dass das zu einer geilen Party wird. Wir werden versuchen, auch vorbeizukommen, aber wir können nichts versprechen. Im Labor müssen wir die ganze Zeit Überstunden schieben, um diesen Glitterscheiß in Massen auf die Straßen zu bringen. Die Nachfrage ist überkrass im Moment. Wenn du es ausprobierst, verstehst du auch warum. Ganz liebe Grüße von deinen Chums aus der Orovinci Street. Ach ja. Glitter ist also eine Droge, die hier ziemlich gut verbreitet wird, offensichtlich in NC. Wer bist du? Einfach mal drauf schießen, um sicher zu gehen. Die haben uns zwar überrascht, aber ich glaube, ich konnte das gut handeln, wie es aussieht. Was gibt's hier drin? Solo. Nix. Weil wir auch so hier rein konnten. Naja. Da kamen wir. Hier ist noch eine Kiste. Na gut, dass halt die Kleider und so weiter, blau, grün und so weiter sind, ist ja mittlerweile ziemlich egal. Weil die ja keine Stats mehr haben, was... Ah. Ich finde es ein bisschen doof, dass sie das so anders gemacht haben, aber gut. Einerseits kann ich es natürlich verstehen. Wenn man so mehr Freiheit hat, was man anziehen will, aber der Kleiderschrank und die Outfits haben ja eigentlich diese Möglichkeit auch schon gegeben. Aber gut. Kann man jetzt nicht ändern. Bloß NC-Bewohner. Finde und öffne Behälter auf dem No Future steht. Was macht ihr denn auf dem Dach? Ich glaube, wir sind hier sicher. Vorerst. Na? Alles gut bei euch? Das war, glaube ich, ein Kühlschrank, hatte ich gesagt. Das ist bloß ein Auto. Da ist eine Kiste. Nicht so schönes Wetter, um hier draußen zu chillen. Da ist noch eine Kiste. Combat Zone. Aber da steht nicht No Future drauf. Kühlschrank. Nix. Ist dann nur der falsche Kühlschrank.
Ihr seht gar nicht gut aus, Leute. Noch ein Kühlschrank, aber da steht auch No Future drauf. Nichts drin. Überall diese Junkies. Echt traurig. Vielleicht irgendwo zwischen drunter. Irgendwo hinter einem Haus, dazwischen. Auf einem Haus. Es geht auch einmal hier drumherum. Kühlschrank. Wäre jetzt ein Kühlschrank, aber nicht das, was gemeint ist. Hä? Sind wir schon wieder zu weit weg? Game is more stressful than life itself. Hm. Hier waren wir schon drin. Oh, damn! Da hoch kommt man nicht. Dann haben wir auch geöffnet. Wer bist du? Archiviertes Gespräch, Lynn Salazar und Agnes Baker. Du hast angerufen? Ja, wollte dir zu der Megastory gratulieren. Alter, du hast sein Leben ruiniert. So, sorry. Alter, du hast sein Leben ruiniert. Hab ich? Und er 300. Fühlt sich irgendwie nicht gerecht an. Aber das Ding war so Nova. Ich werde die Schlangen bei Biotechnica denken ab jetzt lieber zweimal nach, ehe sie was Krummes durchziehen. Wie? Mehr unschuldige Kaltblütige zu vergiften. Ich weiß nicht. Schon klar, ich träume nur so vor mich hin. Kennst mich ja. Meinst du, die Sache hat Konsequenzen? Darling, was glaubst du, woher ich all den Dreck habe? Oder von wessen Festplatte? Perverse Sau. Deine Kumpel bei Biotechnik haben mir die Sachen zugespielt. Glaub mir, ich hab nichts zu befürchten. Kommt man da hoch? Okay, sieht nicht aus. Vielleicht im Wasser drin? So, jetzt wo ist dieser Scheiß? Kühlschrank, No Future! Oh fuck. Oh shit. He's in rough shape. Haruyoshi Nishikata. Alive. Let's hear what Dennis has to say. Wer ist das? Hey, got a status? Find the package?
You could have told me. The package was a man. If it was a box of bananas, I'd use the post office. Get over it. Well, who is he? The ambassador to Mexico. Jesus, it doesn't matter who he is. I prepared a car for you. Put the man in the trunk and head to Northside. The address is in the GPS. Okay. One more thing. Watch for tigers. They've got their sights trained on your new companion. What? Asshole hung up. Hebe den Mann auf. Gut. Da haben wir unser Paket also. Wieso ist da schon Tag geklaut? Ich würde sagen, wir erledigen die Sache beim nächsten Mal. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence. And more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.